Der Journalistennachwuchspreis Sachsen-Anhalt 2018 geht an. Diese bedeutsamen Wörter wurden am Donnerstag, den 9. Mai, gleich mehrfach verkündet. Gemeinsam mit dem Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Journalistenverbandes ehrte die Industrie- und Handelskammer Magdeburg zahlreiche Nachwuchsjournalisten. Bewertet wurden Beiträge junger Autoren bzw. Teams, die wirtschaftliche Themen, den digitalen Wandel, soziale oder gesellschaftliche Fragen einfühlsam aufarbeiteten, Zusammenhänge kritisch hinterfragten, sie analysierten und dem Leser, Hörer oder Zuschauer allgemeinverständlich vermittelten. Eine Fachjury wählte jeweils die besten Beiträge in den drei Kategorien Print, TV-Radio und Multimedia aus. Darüber hinaus wurde eine lobende Erwähnung ausgesprochen. Diese lobende Erwähnung bekam Daniel George von MDR Sachsen-Anhalt für seinen Multimedia-Beitrag Erster FC Magdeburg – Der Weg nach oben. Ein sehr emotionales Thema reichte die Autorin Tina Schwarz ein. Sie begleitete einen schwer erkrankten Jungen mit dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes an die Ostsee. Sein Wunsch war es, noch einmal das Meer zu sehen. Für ihren Beitrag »Ein letztes Mal am Meer« gewann Tina Schwarz den Preis in der Kategorie Print. Ihre Eindrücke und Erlebnisse berichtete sie für die Mitteldeutsche Zeitung in einer Reportage aus der Sicht eines Betrachters. Viele hatten Angst, dass ich mich so ein bisschen in dem Thema verliere oder mich das zu sehr mitnimmt. Es hatten einige Angst, dass mich das zu sehr belastet. Ich habe das tatsächlich nicht so empfunden. Es war einfach, dass ich dann irgendwann merkte, als der Text fertig war, krass. Das hast du jetzt geschrieben, das kam aus dir raus, wirklich auch diese Distanz zu halten und nicht so in dieses Emotionale mit reinzugehen, sondern wirklich, ich war Beobachter und ich habe das aufgeschrieben, was ich in dem Moment empfunden habe, und der Text war auch relativ schnell fertig. Der Journalisten-Nachwuchspreis Sachsen-Anhalt in der Kategorie Multimedia geht an die Volontäre des Mitteldeutschen Rundfunks für ihr Projekt Dessau – Aufgeben oder Aufgabe, das vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Schrumpfens von Städten am Beispiel von engagierten Bürgern tiefe Einblicke in das Thema Städteplanung gibt. Auch in der Kategorie TV-Radio ging der Preis an ein Team des MDR. Die Azubis erhielten die Auszeichnung für ihre Reportage »Grenzenlose Kunst«. Sie begleiteten Menschen mit Handicap, die sich der Musik, der Malerei und dem Tanz verschrieben haben und auf beeindruckende Weise zeigen, dass ihr Leben ein Leben mit sehr viel Freude und Natürlichkeit ist. Für die geehrten Nachwuchsjournalisten ist es meist der erste Preis in ihrer noch jungen Karriere und ein krönender Abschluss ihrer Ausbildung bzw. ihres Volontariats. Also für mich ist es ein toller Abschluss des Volontariates. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Preis gewonnen. Und ich war auch immer sehr, dass ich nie selbstbewusst war in dem, was ich tue. Vor allem nicht in meinem Berufsleben. Und es ist schön, jetzt mal so eine Würdigung zu bekommen, auch von außer objektiven Leuten. Wenn deine Familie sagt, du machst gute Arbeit, na gut, okay. Aber wenn das wirklich eine unabhängige Jury sagt, dann hat das schon eine Bedeutung. Und ich bin total glücklich darüber.